Hallo zusammen, ich habe gestern ein Telefon gekriegt und zwar, er möchte eine Kühlbox und Aldi, habe ich dann auch gefunden, Aldi Schweiz bringt hier eine Kühlbox, eine Core-Kompressor-Kühlbox für knappe 300 Schweizer Franken auf dem Markt. Ob denn die auch so viel kann wie die Kühlbox hier? Für 1000 Schweizer Franken mehr. Ich denke nicht, dass die Kühlbox das kann, was diese kann. Ich war jetzt auch kurz auf der Homepage vom Aldi. Also das kommt jetzt Donnerstag raus. Das ist dann eigentlich gestern oder so. Hier bin ich auf der Homepage vom Aldi. Also Aldi Swiss, wenn wir das genau nehmen. Und diese Kühlbox steht hier unten. Verfügbarkeit ausverkauft. Verfügbarkeit seit 30.05. Das wäre ja jetzt eigentlich. Und die Box ist weg. Die Kühlbox, die ist von Core. Core ist eine Eigenmarke von Brack.ch. Da könnt ihr die gleiche Kühlbox auch kaufen. Die kosten halt statt 300 Euro irgendwie 350. Irgendwas habe ich da gesehen. Und der Hersteller ist ein Chinese namens Fosan. F-O-S-H-A-N. Der baut Kühlboxen, der baut Kühlboxen mit Akkus und so weiter und so fort. Ich habe schon von ihm gehört, aber mehr kann ich da nicht sagen. Aber warum kostet diese Box jetzt 1000 Schweizer Franken mehr als die vom Aldi? Wir haben hier einen Seco-Kompressor drin. Diese Box hier, die macht, da gefriert der Wodka, die gedonnert runter auf unter minus 35 Grad. Bei plus 50 Grad im Auto macht diese Box hier immer noch minus 20 Grad. Bei dieser Core-Kühlbox bezweifle ich, dass sie minus 20 Grad macht überhaupt. Dass die gar nicht auf diese Leistung kommt. Nur, das ist unsere GT, das ist die leistungsfähigste Serie-Kühlbox auf dem Weltmarkt. Hergestellt in der Schweiz. Wir haben natürlich dann auch unsere zivilisierte Kühlbox. Die hat jetzt Standard neu im BD80 Kompressor drin. Organisches Kältemittel. Und die macht halt bei 50 Grad im Auto nur noch minus 10. Da macht die Core Kühlbox wahrscheinlich nicht mal mehr 0. Also tiefkühlen könnt ihr eigentlich vergessen. Wir haben ein Chromstahlgehäuse, einen Seco-Kompressor und sie kostet immer noch das Doppelte. Ja. Wir können nicht mit einer Firma Brack.ch mithalten oder mit der Eigenmarke von Core, die ist vom Energieverbrauch her. Das ist A, aber ich habe keinen Wert. Das ist ja heute mit den Energienormen. Wir hatten früher die deutsche Industrienorm, da waren noch deutsche Industrieingenieure dran. Heute kann man ja das Bildungswesen in Deutschland vergessen. Und dann habe ich heute auch die EU-Norm. Wenn ich das gleiche Gerät, was früher schon gab, und mit beiden Normen mess, dann braucht die EU-Norm rund 30% weniger Energie als bei der alten DIN-Norm. Wir haben hier die Energieverbräuche drauf, bei 5 Grad innen, 25 Grad außen. Dann sind wir circa bei den DIN-Normen. Aber diese Box, wenn ich die dann berechne nach der neuen EU-Norm, dann wird die auch
30% weniger brauchen. Wir haben auch bei dieser Kühlbox hier erst eine verdünftige Deckeldichtung, eine Hohlkammerdichtung und eine dicke Isolation. Die Core-Kühlbox hat das beides nicht, der Moosgummistreifen. Der hält nicht so dicht, aber die Frage ist ja, was macht ihr mit so einer Kühlbox? Braucht ihr die richtig? Braucht ihr die einsatzfähig? Braucht ihr die für Tiefkühlung? Oder braucht ihr die einmal im Jahr mit einem Auto campen gehen? Also ich kenne mal die Dachzeltcamper, das ist so eine spezielle Rasse. Die haben ja in Corona-Zeit etwa 100 Mal mehr Dachzelte verkauft. Also man nimmt ein Auto, hat man schon, macht ein Dachzelt drauf. Früher hat so ein Teil 5000 Franken gekostet, heute kriegt man sie für 1500. Dann kauft man so ein Teil, geht ein-, zweimal campen und stellt dann das Ganze in die Garage. Da reicht so eine Core-Kühlbox, absolut. Nur wenn ich was Vernünftiges wollte, es ist vernünftig, die Core-Kühlbox. 300 Euro Franken ist okay, ist absolut okay. Aber ihr fährt ja auch nicht nur VW Golf, ihr fährt ja vielleicht auch ein anderes Auto. Jeder muss das selber wissen. Ich weiß, unsere Kühlbox, wir gehen in ein bisschen andere Richtung. Wir machen auch Service, wir haben die Ersatzteile da, wir können die Boxen reparieren. Also Nachhaltigkeit ist natürlich eine Kühlbox, die man wahrscheinlich nicht mal ein Füllventil hat, aus China importiert und hier vertreibt. Die kommen auch aus China. Darf ich gar nicht sagen. Aber wir haben einen anderen Kompressor drin. Ja, das soll es gewesen sein von der Aldi Kühlbox. Hier mache ich euch einen Link zu meiner Markteinschätzung von den Kühlboxen oder allgemein. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.